So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir bitten die kleine Verspätung zu entschuldigen. Freitagnacht, wie immer, eine ganz offene Runde. Wenn ihr euch also gerne mit mir unterhalten wollt, dann meldet euch hier. Live 0800 220 5050, das ist eine kostenfreie Telefonnummer. Oder mailt ganz einfach domian@wdr.de. Über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Der erste Anrufer ist Ali. Und Ali ist 21 Jahre alt. Hallo Ali. Hallo. Hi. Und was geht's bei dir, Ali? Entschuldigung, ich bin ein bisschen aufgeregt. Es geht darum, dass mich meine Freundin verlassen hat. Wann denn? Vor einem Monat. Vor einem Monat. Hat verlassen, sie hat Schluss gemacht mit mir. Oh weia. Wie lange wart ihr denn zusammen? Wir waren 2,5 Jahre zusammen. Okay, das ist schon eine ganz gute Zeit. Warum hat sie dich verlassen? Warum hat sie Schluss gemacht? Sie kommt mit meiner Blindheit anscheinend nicht klar. Ach, du bist erblindet, du bist blind. Genau. Immer schon gewesen? Ja, sagen wir, schon von seit meiner Geburt an. Und deine Freundin war oder ist sehend? Ja, sie ist sehend. Das war auch eine Fernbeziehung. Ja. Und wieso glaubst du, dass sie mit deiner Blindheit nicht zurechtkommt, wenn ihr 2,5 Jahre zusammen wart? Das glaube ich nicht, das hat sie gesagt. Aha. Sie hat mir gesagt, dass sie damit nicht klarkommt, weil sie angeguckt wird so doof und weil ich angeguckt werde, wenn ich mit ihr unterwegs bin. Nur das ist der Grund? Nein, sie meinte dann auch noch andere Dinge, so Kleinigkeiten, weil ich ihr wohl zu unromantisch bin. Was wiederum nichts mit deiner Erblindung oder mit deiner Blindheit zu tun hat. Ja, genau. Mhm. Aber das hat sie als allerersten Grund genannt, dass du nicht sehen kannst. Ja, zumindest, dass sie damit nicht klarkommt. Also nochmal ein bisschen mehr Butter bei die Fische. Weil andere Leute sie anstarren und euch anstarren, wenn ihr beiden unterwegs seid? Ja, so nach dem Motto, wer hat sie denn da abgekriegt oder so. Oder sie hatte auch immer wieder Angst, mich ihren Freunden vorzustellen. Letztendlich hat sie es gemacht, aber ja. Sie hatte immer wieder Hemmungen von mir zu erzählen, dass ich blind bin oder so. Hast du denn... Ich meine, ich sag's nochmal, 2,5 Jahre ist ja schon eine Zeit. Hast du das in diesen 2,5 Jahren auch immer wieder gemerkt, dass sie nicht wirklich zu dir steht? Nein, das habe ich nicht gemerkt. Außer, dass sie jetzt immer wieder gesagt hat, ja gut, musst du jetzt dort jetzt mitkommen oder so. Aber ansonsten... Wobei dich das hätte ja schon stutzig machen können, ne, sollen. Ja, wir haben uns schon darüber ein bisschen gestritten. Also was das angeht, das hat sie mir auch schon ein bisschen angedeutet, dass sie ein bisschen Angst hat und dass ich ihr Zeit dafür geben soll. Mhm. Na gut, aber ein halbes Jahr vielleicht, aber dann hätte es auch reichen müssen. Ja, auf jeden Fall. Dann kamen dann so Kleinigkeiten wie dass ich ihr selten Blumen geschenkt habe. Mhm. Und letztes Jahr waren wir zum Beispiel am Meer und da wollte ich mich partout nicht auf den Sand setzen, weil ich das nicht mochte. Ja. Und so, dann meinte sie, ich wäre unromantisch. Und ich bin so jemand, der eigentlich so viel die Gefühle zeigt. Und ja. Ich weine ziemlich oft, wenn mich irgendwas verletzt. Du weinst nicht oft oder weinst Doch, oft? Ich weine du weinst ziemlich oft. Ich bin eigentlich ziemlich schwach, was das angeht. Ich habe es gerade nicht verstanden, weil du dich nicht auf den Sand setzen wolltest? Ach nein, nicht deswegen. Deswegen weine ich nicht. Nee, das ist mir klar. Aber deshalb gab es eine Spannung zwischen euch beiden. Ja, auch. Auch. Oder sowas. Hat sie dir denn, als sie vor einem Monat Schluss gemacht hat, dieses so direkt alles klar ins Gesicht gesagt? Oder musstest du das so nach und nach ihr aus der Nase rausziehen? Ich war bei ihr zum Geburtstag im Februar. Ja. Und dann hat sie es mir schon angedeutet, so, was heißt sie? Sie war schon so komisch drauf. Sie hat mich nicht so richtig in mich umarmt, als ich am Bahnhof stand. Dann habe ich gesagt, was sollte denn das? Und so, dann ja und so und eigentlich ist ja nichts. Und dann habe ich weiterhin rausgequetscht. Ja. Irgendwann kam sie dann halt damit raus. Zumindest gesagt hat sie im Prinzip nichts. Und dann fing sie auch an zu weinen und so. Also es hat sich schon so allmählich angedeutet und dahin entwickelt. Ja, genau. Und dann habe ich ihr gesagt, ob sie mir noch eine Chance geben könnte wegen Ändern und so. Hm. Und dann meinte sie, ja, es liegt aber nicht nur an dir, sondern auch an deinem Charakter.
Ach so. Also es ist ein großer Rundumschlag. Da spielt die Blindheit eine Rolle und sie ist einfach mit dir nicht zufrieden, so wie du bist. Im Klartext heißt das, die hat dich aufgehört zu lieben. Ja, sie hat mir dann auch offen, so ins Gesicht konnte sie mir nicht sagen, deswegen finde ich das ehrlich gesagt auch feige. Also sie hat mir dann am Telefon gesagt, ich liebe dich nicht mehr. Hm. Die meisten Menschen sind bei Trennungen feige und sagen die Sachen dem anderen nicht direkt ins Gesicht. Aber immerhin hat es dir am Telefon gesagt, das ist schon mal etwas. Das Problem ist sogar, ich kann Ihnen sogar nicht sauer sein. Weil? Ich spüre immer noch eine Liebe für Sie. Also du liebst sie immer noch? Ganz doll sogar. Ja. Und das ist das gerade, was mich fertig macht. Ja. Wie hast du sie kennengelernt, Ali? Im Internet. Im Internet. Also durch einen Sehbehinderten-Chat. Also nicht Chat, so ein Forum ist das. Und wie kam sie da rein als gesunde Frau? Ja, sie meinte dann irgendwie, ich interessiere mich für euch Blinde und so. Wie macht man das denn im Alltag und so? Ach so. Da habe ich immer zurückgeschrieben. Umso komischer, dass sie dann hinterher erzählt, sie käme mit deiner Behinderung nicht zurecht, wenn sie von sich aus so ein Interesse gezeigt hat am Anfang. Ja. Aber wie auch immer, Ali, da können wir beide jetzt mutmaßen und im Nebel stochern. Die hat gesagt, dass sie dich nicht mehr liebt. Das ist das Allerwichtigste. Dass sie mit deiner Behinderung nicht zurechtkommt, finde ich ein bisschen sehr merkwürdig, wenn man 2,5 Jahre mit jemandem zusammen ist und sich dann auch schämt, den Partner bei den Freunden vorzustellen. Das finde ich schon schäbig, muss ich sagen. Aber sie liebt dich nicht mehr. Und jetzt musst du den bitteren Weg gehen, den alle Menschen gehen, die verlassen werden. Und das dauert. Und das tut weh. Und das dauert. Und das tut weh. Ja, das ist so, dass ich alles für sie tun würde. Es tut so irgendwie... Bringt aber gar nichts. Ja. Bringt gar nichts. Die will ja überhaupt gar nicht, dass du alles für sie tust. Die ist weg. Die will ihre Ruhe haben. Wir haben ja zwar noch Kontakt. Ja. Aber dann wollte ich sie ein bisschen anrufen und so. Und dann haben wir auch ganz normal telefoniert. Ja. Immer wenn ich sie darauf anspreche, wird sie dann ein bisschen so mürrisch. Ali, ich gebe dir den guten Rat. Das sage ich jetzt als Außenstehender und objektiv. Wenn man in der Situation selbst drin ist, kann man den manchmal gar nicht befolgen. Aber ich sage es dir trotzdem. Wenn du das schaffst und auf die Reihe kriegst, brich den Kontakt zunächst komplett ab. Telefonier auch nicht mehr mit ihr. Es reißt deine Wunden immer wieder auf. Es wird bewirken, dass sie noch mehr auf Abstand zu dir geht, weil sie sich genervt fühlt von dir, wenn du wieder mit dem Thema anfängst. Niemandem ist gedient damit. Versuche einfach in vollkommene Distanz zu geraten zu der Frau. Jetzt weiß ich, was du mir sagst, ich kann nicht und ich bin traurig und so. Das ist nun mal so. Da musst du durch. Ich sag das so hart, weil man das, glaube ich, so hart sagen muss. Mein Herz empfindet sehr mit dir, aber es gibt da keine Lösung und keine wirkliche Hilfe. Die Hilfe ist manchmal wirklich die Härte. Und die Härte ist in diesem Fall Distanz. Ich habe es schon mal versucht. Ja, immer wieder versucht. Was ich durchgehalten habe über 9 Tage. Ja, immerhin. Bravo. 9 Tage Sieg. 9 Tage Erfolg. Ohne SMS, ohne gar nichts. Sehr gut. Sehr gut. Das nächste Mal hältst du 15 Tage durch. Wieder ein Sieg. Und so musst du es steigern. Nur so schafft man das. Mehr kann ich dir nicht sagen, Ali. Ich empfinde mit dir, aber ja. Es gibt keinen anderen Weg, als diesen schmerzhaften zu gehen, den wir gerade besprochen haben. Und ich habe auch wirklich Schwierigkeiten, sie auch zu vergessen. Glaube ich. Mein Gott, das ist ein Monat her. Wie willst du denn schon vergessen? Manche Leute trauern Jahre ihren Beziehungen hinterher. Das hoffe ich, dass das bei dir nicht der Fall sein wird. Geh in Gedanken gegen sie an, telefoniere nicht, simse nicht und versuch dich abzulenken. Abzulenken, wo und wie es auch immer geht und wie es möglich ist. Ich habe ja auch noch Erinnerungsstücke von ihr. Ja. Das Problem. Ja, schmeiße weg. Ja. So bitter. Ich verfahre in der Regel so, wenn sowas passiert ist, es wegzuschmeißen, weil es einfach, oder es weit weg zu verstecken, irgendwo im Keller oder auf dem Speicher oder weiß ich was.
Bloß um alles abzuwehren, was einem wieder wehtun könnte. So, lieber Ali, jetzt muss ich Schluss machen. Okay. Ich wünsche dir viel Kraft und gutes Gelingen bei den Vorsätzen. Ja? Dankeschön. Darf ich dich noch was fragen? Ja, bitte. Du hast eine kurze Rolle bei den 1Live-Rettern. Musstest du da nicht lachen, als du diese Rolle gespielt? Ja, ein bisschen schon, klar. Aber dann auch wieder nicht. Dann haben wir das professionell durchgezogen. Das hätte sich auch wirklich professionell an. Lieber Ali, alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Ja, auch. Mach weiter so. Dankeschön. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, wenn ihr gerne mit mir hier im Radio bei 1Live oder im Fernsehen reden wollt, dann müsst ihr einfach nur die Nummer wählen. Wir haben eine offene Runde. Ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne sprechen wollt. So, es geht weiter mit dem Christian und Christian ist 34 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo, ich bin Christian. Ja, du bist Christian. Christian. Ja, so ein paar Minuten es reinzubringen ist schwierig, aber ich versuche es einfach mal. Ich habe seit meinem 17. Lebensjahr einen schizophrenen Weg bin ich gelaufen, also mit mehreren akuten Psychosen. Achso, du bist erkrankt an Schizophrenie? Ja, genau. Also es nennt sich aus Psychose aus dem schizophrenen Formkreis. Wie nennt sich das? Bitte? Wie nennt sich das? Psychose aus dem schizophrenen Formkreis. Das ist eine psychiatrische Beschreibung. Ja. Und ich hatte davon die Paranoide, also die die Psychose, die eben die Paranoide, halluzinatorische Psychose hatte ich eben. So, das sind natürlich für uns alle jetzt Fachbegriffe, mit denen wir nichts anfangen können. Wie hat sich das bemerkbar gemacht? Beschreibst du es mal so, dass wir es so nachvollziehen können? Also zuerst hatte ich einen Schub in der Gymnasialzeit, also in der 11. Klasse. Ja. Wo ich, also so fing das an, das war ein 3-Wochen-Schub, der wurde auch nicht bemerkt. Meine Lehrer dachten damals... Was heißt denn Schub? Was hast du in diesem Schub empfunden? Also ich hatte so eine Art Verfolgungswahn. Ich habe gedacht, die Schüler tun sich zusammen, um, also es war irgendwie auch positiv, um mir zu helfen, dass ich die Schule schaffe. Mhm. Also viel Nein projiziert in die Leute, was so nicht da war. Also Robert, das geht ja noch, wenn du denen positive Dinge unterstellt hast. Schlimmer wäre es ja noch, wenn du denen unterstellt hättest, die wollen dir an den Kragen. Ja, das schlägt ja dann oft auch um. Also, diese Projektion ist ja eine Projektion von mir aus gewesen. Also ich habe das praktisch in die Leute hineingedacht. Ja. Und das kann dann ganz schnell umschlagen. Ja. Und man muss sich das so vorstellen, das Bewusstsein eines jeden ist ja an sich ziemlich begrenzt. Also insofern, dass man den Alltag hinkriegt, dass man die Schule schafft, das habe ich auch immer bis zur 10. Klasse gehabt, ich war der Klassenbeste. Mhm. Und in der 11. Klasse, ich bin dann auf der Hauptschule meinen Realschulabschluss gemacht und bin dann aufs Aufbaugymnasium gegangen. Und dann fing das mit Überforderung an, dann brach das so zu Hause zusammen, also da kommt auch die soziale Ebene mit rein. Mhm. Was war denn, wenn du mal so beschreiben solltest, in den Jahren, die schlimmste Erscheinung deiner psychischen Erkrankung? Schlimmste war der Anfang und das Ende. Also wie war das Ende? Fast noch schlimmer als der Anfang. Das Ende war so, dass ich 2003 richtig gearbeitet hatte und... Als was? Ich habe in Vollzeit in einem Kino gearbeitet, ja. In der Gastronomie. Ja. Und bin da zusammengebrochen und bin dann in eine Einrichtung gegangen, die alternativ hier in Berlin arbeitet, das ist nämlich das Weglaufhaus. Mhm. Obwohl ich eine Wohnung hatte, ist eigentlich eine Einrichtung für Obdachlose, aber ist jetzt egal. Mhm. Wie hast du diesen Zusammenbruch denn erlebt? Was war da? Der war gar nicht so wichtig. Das Problem war, was dann wirklich schlimm war, ich bin regelrecht reingegangen in die Psychose. Das heißt also, ich habe praktisch auf die Leute rauf projiziert und es wirkt dann wie in einem Film. Also da spielt sich dann die eigene Kindheit ab, so die eigenen Minderwertigkeiten, die man so im Leben hatte. Mhm. All das hat ein richtiges Format. Und damals, als ich 93 erste Mal in die Psychiatrie kam... Versuch mal noch klarer zu erzählen. Du hast einen schweren Psychoseschub, wie du gerade gesagt hast. Ja. Du gehst, wie siehst du dann die Welt? Siehst du die Welt so, wie man sieht, wenn man gesund ist? Oder hörst du Sachen, die nicht da sind? Das ist ungefiltert. Also das sagt man auch in solchen Kreisen. Also es ist ungefiltert, man hat 1:1 Kontakt. Also ich habe dann zum Beispiel die Totenwelt gesehen, ja, so aus meinem, also ich habe gedacht, ich habe sie gesehen. Ja, ist klar. Ich kann das ja nicht beweisen. Ne? Nee, ist klar. Ach so, du hast gedacht, die Totenwelt zu sehen. Ja, also das 2003. Moment, das, da,
Wie hast du die Totenwelt denn empfunden? Oder wie hast du sie gesehen? An sich ganz schön. Also, weil ich habe mal mit jungen Jahren, also als Jugendlicher mal das Spiel ist ausgelesen von Sartre. Mhm. Und das ist ja auch so eine wahre Begebenheit. Ich habe mich selber mit diesem Buch auseinandergesetzt und da geht es darum, dass die Toten eigentlich unter uns sind und dass das Paradies längst auf Erden ist. Ja, in dem Buch ist es so, dass die Toten alle unsichtbar um uns herum gehen und stehen und reden und so weiter. Und das hast du so gesehen? So war das für mich. Also ich bin einmal in eine Bahn eingestiegen und die war völlig leer. Das war um 3 Uhr morgens hier in Berlin und die waren komplett besetzt, die Bänke. Ja. Mit Toten? Ja, also ich konnte die sehen, aber niemand anders konnte die nicht sehen, aber ich hatte ja in dem Moment niemand bei mir. Hast du mit diesen Toten auch gesprochen? Also in dem Moment in der U-Bahn war ich völlig schockiert, weil ich wusste, dass das nicht echt ist, weil die so ein bisschen durchsichtig waren. Achso, hast du Angst gehabt? In dem Moment in der U-Bahn nicht, aber als ich dann ausgestiegen bin, ging das auf der Straße weiter und da gingen die durch mich durch. Haben die dich angeguckt, die Toten? Ich glaube nicht. Nee, und die haben auch nichts zu dir gesagt? Nee, da nicht. Die waren aber einfach da? Die waren da, ja. Woran hast du bemerkt, dass das Tote sind in deiner Wahrnehmung? Naja, weil die nicht richtig menschlich waren, nicht greifbar waren und auch durch mich durchgegangen sind. Also ich nannte sie damals Geister. Und Ich frage das so genau, Christian, deshalb, weil wir, die wir eine solche Erkrankung nicht haben, uns das immer so schwer vorstellen können, was bedeutet das, Psychose, psychotischer Schub. Dieses war jetzt ein ganz tolles Beispiel, wo man sich das gut vor Augen führen kann, was mit einem vorgeht und vielleicht auch in welche Panik man dann gerät. Mhm. Oder Angst, war das so? Ich muss wirklich sagen, die Angst, die kam erst in der Psychiatrie. Also in den Momenten, für mich war eine Psychose auch immer ein Selbstschutz, ja. Also das muss man sich so vorstellen, man schafft den Alltag vielleicht nicht mehr so ganz und auch das soziale Umfeld bricht zusammen. Ja. Oder ein Beziehungsabbruch ist auch schon ein Grund. Und dann... Was war denn dann das Schlimmste? Eine Psychose sozusagen vor diesen alltäglichen Problemen, wenn man sich mal so konfrontiert mit der Realität und man stürzt in eine Nicht-Realität. Verstehe. Warum war es so schlimm in der Psychiatrie? Ja, genau, weil ich 93, ich bin 1993 dann in ein Krankenhaus gekommen in Ost-Berlin. Das war so ein, kann man sich wirklich kaum vorstellen, was das für Zustände war. Ich war in einem Saal mit 10 Betten. Wo dann praktisch so ein Fenster war in das Zimmer rein, wo die Schwestern reinguckten Tag und Nacht und also so eine üble Ruhe. Das war ja das, dadurch wurde das alles noch viel schlimmer. Da kriegte man auch noch Ideen so zugespielt so von Leuten, die da waren. Also das war schlimm. Ja, also das lag dann aber daran, weil die klinischen Umstände so schlecht waren und man nicht richtig auf dich hat eingehen können. Jetzt machen wir mal einen Sprung jetzt in die Jetztzeit. Du bist 34 Jahre alt. Ja. Hast du die Krankheit im Griff? Ist sie vorbei? Ja, mit 19, als ich meinen ersten Krankenhausaufenthalt hatte, kam man auf mich zu und sagte, Christian, du hast jetzt also praktisch bis jetzt damals 19, mit 17 fing es an und mit 19 im ersten Krankenhausaufenthalt. Und der Arzt meinte zu mir, wenn du Glück hast, hast du 10 Jahre mit 50 Hosen, jetzt mal so mit meinen Worten ausgedrückt, und dann ist das vorbei. Ja. Ist es heute vorbei? Also ich habe laut Ärzte seit einigen Jahren einen remittierenden Verlauf, also das heißt, es geht zurück. Remittiert heißt, es geht eher rückläufig. Ja. Also ganz geheilt ist es noch nicht? Ich muss noch Medikamente nehmen, das muss ich wahrscheinlich auch die nächsten Jahre, wenn nicht noch die nächsten 10 Jahre. Ja. Aber so Psychosen in dem Sinne werde ich nicht mehr haben. Mhm. Leichte Schübe, also im Sinne von Wahnvorstellungen oder von einer komischen Unmöglichkeit, die kann ich in mir noch haben, aber ansonsten ist es vorbei, ja. Und das Tolle an der ganzen Sache ist, mich eben total bewegt, ist zum Beispiel heute saß ich auf meiner Arbeit, guckte aus dem Fenster und sah das Abend Sonnenlicht am Haus so reflektiert und da nahm ich zum Beispiel Licht mal wahr, also ganz anders, also so irgendwie so schön, ja. Mhm. Also ich habe so viele momentane schöne Momente, die ich früher nie hatte, so was, als wenn ich geboren worden bin oder so. Was arbeitest du? Was bist du vom Beruf jetzt? Ja, leider durch diese Arten konnte ich nie eine Ausbildung abschließen, aber ich arbeite in einer Krisenpension hier in Berlin. Das ist eine Einrichtung,
alternative Einrichtung zur Psychiatrie. Ah ja, also so ein bisschen so im Bereich, und du kannst dann die Leute vielleicht noch besser verstehen aufgrund deiner eigenen Krankheitsgeschichte auch. Das ist so ein Soteria-Projekt, genau, wo ich eben Laienhelfer bin. Ja, gar nicht schlecht, ja. Und eben dann mit den Leuten auch in die Krisen gehen kann. Verstehe. Durch meine eigene Erfahrung. Ja, ja, das ist immer sehr gut, ja. Hast du eine Beziehung oder lebst du alleine? Ich lebe alleine derzeit, aber an sich, ich lebe alleine. Also ich bin schwul, ich würde gerne wieder eine Beziehung haben, aber... Ja. Hattest du mal... War das sehr unabhängig geworden. Ja, hattest du mal eine längere Beziehung? Ging das mit dieser Erkrankung? Leider nur in den Zwischenmomenten. Ja, war dann mal ein Jahr. Aber das Schlimme an der ganzen Sache ist, ich bin ein absoluter Familienmensch und auch ein totaler Beziehungsmensch. Ja. Und das hat es mir eben ein bisschen genommen. Also, ja, kann ja alles kommen, bis jetzt 34, meine Mann. Naja, ich bin ja noch einiges passieren. Der Idealist und hab da viel mit Liebe reinprojiziert und ach, grüne Neune, aber naja. Ja, nicht die Liebe aufgeben, nicht das Ideale aufgeben. Auch nicht. Das wird schon wieder werden. Mhm. Christian, weißt du, man kann natürlich dieser sehr, sehr komplizierten Erkrankung, die du hast und den vielen Jahren, die du hinter dir hast, kann ich gar nicht in einem 10-Minuten-Gespräch wirklich gerecht werden. Ich auch nicht. Insofern nehmen wir es mal einfach mal so als ein kurzes Gespräch zu einem komplizierten Thema, was ich aber schon sehr interessant fand. Und ich fand es auch mutig, dass du dich dazu geäußert hast, weil ich mir vorstellen könnte, dass viele Leute, die diese Erkrankung haben, sich auch scheuen, nach außen zu gehen und darüber zu sprechen. Na, das Ding ist einfach auch, viele sind zusammenhangslos. Die können, also ich meine, ich kann es ja auch in 10 Minuten nicht reinkriegen, aber viele kann man dann doch vielleicht in manchen Abschnitten nicht ganz so nachvollziehen. Ja, ja. Und das war jetzt auch mein Problem. Also ich habe angerufen und dachte, wie kriege ich das jetzt gestaffelt? Nee, das war okay. Das war okay. Wir haben das gut hingekriegt. Okay. Wir wollen ja auch nur so vielleicht mal so erstmal so ein kleines Schlaglicht auf diese Erkrankung werfen. Wer sich dafür interessiert, da gibt es ja viele Möglichkeiten, sich dann noch weiter schlau zu machen. Ja. So, ich sag schöne Grüße in meine so geliebte Stadt Berlin. Ja, und ich möchte nicht mit einer Psychologin sprechen. Du möchtest nicht mit einer Psychologin, ist mir völlig klar, du bist da wahrscheinlich gut versorgt. Mein Lieber, alles Gute wünsche ich dir und vor allen Dingen eine große Liebe bald. Ja, das wünsche ich mir auch. Mach's gut, Christian, tschüss. Und weiter geht es mit der Heike. Und Heike ist 41 Jahre alt. Hallo Heike. Hallo Domian. Hallo Heike, um was geht's bei dir? Ja, es geht sich um meinen großen Sohn. Ja? Wie groß ist denn der Sohn? Das heißt, wie alt ist der Sohn? Der wird im Dezember 18. Ja. Ein erwachsener junger Mann. Ja, aber so erwachsen ist halt immer so eine Sache, ne? Für eine Mutter ist halt immer noch nicht so erwachsen. Erzähl, um was geht's genau? Ja, also es geht sich darum, ich weiß nicht, ob ich das Problem habe oder ob mein Sohn im Moment so drauf ist, dass er die Probleme gar nicht sieht. Klär mich auf, um was es geht. Ja, also er hat also seit Dezember halt eine feste Freundin. Mhm. Und ich weiß nicht, seitdem ist sein Gehirn irgendwie geschrumpft. Sein Gehirn ist geschrumpft? Ja. Aber unser Gehirn schrumpft doch immer, wenn wir in Beziehungen, wenn wir verliebt sind. Ja, das kennst du doch wahrscheinlich auch aus deiner Vergangenheit, oder? Natürlich, ja. Und deswegen frage ich mich ganz einfach, eben weil ich schon gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich das Problem habe oder er ein Problem ist, weil der war nie ein Problemkind. Wie zeigt sich das denn, dass sein Gehirn geschrumpft ist, wie du es gerade ausgedrückt hast? Ja, also er kommt zum Beispiel nach der Schule nach Hause, das erste ist Telefon und telefonieren. Normal. Ja, er muss dann erstmal mit seiner Freundin telefonieren. Ja, okay, ich sag mal normal. Ja, ja. Und dann legt er gerade auf. Ja. Halbe Stunde später klingelt das Telefon und ruft die wieder an. Normal, würde ich sagen. Ja, aber ich meine, die hocken aufeinander wie die Glucken. Ja. Und haben sie irrsinnig viel zu erzählen? Irgendwann muss auch mal gut sein, denke ich. Ich glaube nicht, die werden sich noch viele Monate was zu erzählen haben. Und dann, zack, irgendwann ist es vorbei. Dann ist alles auserzählt. Nein, aber im Ernst, bist du vielleicht auch ein bisschen eifersüchtig? Ich? Eifersüchtig? Nee, ja? Nee. Glaube ich nicht. Wie findest du das Mädel denn? Du kennst es ja schon. Ja, ich finde, also, wie soll ich das sagen? Man stellt sich ja immer so, man hat ja so eine gewisse Vorstellungskraft und so, ne? Aber er soll ja glücklich werden und ich kann ja ihm kein Mädchen aussuchen, das geht ja nun mal nicht. Also so ganz zufrieden bist du nicht mit dem Mädchen? Nee. Weil sie nicht so aussieht wie du? Ja, nein, um Himmels Willen, um Himmels Willen. Nein, aber ich finde, das ganze Verhältnismuster, ich finde, also, wenn man den beiden, ich rede jetzt nicht nur von den Mädchen, auch, ich sag mal, so, wenn man die so anguckt, das sind ja eigentlich doch noch Kinder. Mhm. Ne? Also, wichtig finde ich zum Beispiel, läuft die Schule genauso weiter wie bisher?
Oder ja. lässt er nach in der Schule? Richtig. Er hat jetzt auch eine Lehrstelle und es läuft alles. Es läuft alles. Er macht auch keinen Unsinn, dass er irgendwie besonders viel säuft oder irgendwelche Nein, Unsinn. Überhaupt nicht. Er ist eigentlich ein braver, netter Junge, genau. der seine Schule weitermacht, aber jetzt im Moment zum ersten Mal wahrscheinlich richtig irrsinnig verliebt ist. Ja, so sieht's aus. Das ist doch okay, Heike. Das ist doch okay. Ich glaube, du bist das Problem. Ja, das denke ich auch, ne? Ja, glaube ich. Ich meine, hier bei den drei Männern zu Hause, da habe ich gedacht, ich suche mir jetzt einfach mal so einen neutralen Menschen. Wie viel seid ihr zu Hause? Also er hat ja noch einen jüngeren Bruder. Ja, und den Papa. Ja, mein Lebensgefährte. Der Lebensgefährte. Was sagt der zu der ganzen Sache? Ja, also er meint eigentlich auch, ich zick ein bisschen rum. Hält sich aber mehr oder weniger bedeckt. Ja. Kommt der Junge denn, also so nach Hause, wie er nach Hause kommen soll? Pünktlich. Pünktlich. Er räumt sein Zimmer auf? Naja. Naja, so wie man das halt so macht. Ja, genau. Er ist also nicht er hat sich so jetzt nicht verändert. Was ich wohl gemerkt habe, ist so, dass er ganz oft zu mir hinkommt und mich öfter in den Arm nimmt und sagt, ach Mama, ich hab dich doch lieb und so. Ne? Ja, guck, ist doch toll. Es bringt für dich auch noch was raus. Ja. Nur, es fällt mir so schwer. Heike, weißt du was? Ich glaube, du erlebst gerade, dass dein Sohnemann wird jetzt ein Kerl. Ja. Und ich glaube, das ist sicher im... Aber mit einem Mal kommt alles auf einmal, ne? Die Freundin ist da, die Ausbildung ist da. Ja. Und mit einem Mal, der ist weg. Aber du hast den Kleinen ja noch. Wie alt ist der Kleine? Der wird 15. Ja, steht das ja auch schon bald bevor. Ja, aber da sagt man mir schon, also er sagt mir schon, alles, was bei mir jetzt so schlimm ist, ne, das ist bei dem Kleinen jetzt gar nicht so schlimm. Vielleicht bist du dann schon angewöhnt, ja. Nee, da musst du jetzt locker mit umgehen, finde ich. Sei froh, dass der Junge, dass das ein netter Kerl ist, dass alles in Ordnung ist und du musst dich ja nicht in das Mädchen verlieben, er ist nun mal ins Mädchen verliebt und er macht nichts Schlimmes, es ist alles im grünen Bereich, er nimmt dich sogar öfters in den Arm als vorher, sei mal nett zu dem Jungen und versuch dich mit der neuen Situation zu arrangieren. Ja, es ist gar nicht so einfach. Nein. Früher habe ich auch so gedacht, es gibt Schlimmeres. Mein Gott, was haben die Leute für Probleme, ne? Ja. Jetzt, wo ich es selber habe, also... Ich beruhige dich einfach mal, so ganz aus der Ferndiagnose, beruhige dich, sei froh, dass es ein ordentlicher Kerl ist und dass er jetzt verliebt ist. Du willst ja sein Glück, ne? Ja, natürlich. Ja, so, und offensichtlich ist er im Moment glücklich, was willst du also mehr? Ja, ist auch richtig. So muss man es sehen. Ja. Ja. Liebe Heike, in diesem Sinne. Dankeschön. Alles Liebe. Jo. Tschüss. Tschüss. Und jetzt geht es weiter... Ich muss mal meine Regie fragen. Mit der Maria. Der Maria und der Maria, die ist 53 Jahre alt. Hallo, Maria. Hallo. Hallo, Maria. Und was geht's bei dir? Also ich muss ganz ehrlich sagen, deine Sendung sehe ich schon sehr lange. Ja. Ich habe das auch in den 80er Jahren noch auf eins live war, oder beziehungsweise jetzt eins live. Wieder eins war, ja. Ja, ja, und wie du da mal mit jemandem gesprochen hast, der sich dann in der Sendung geoutet hat und seitdem sehe ich mir dich sehr gerne an. Das ist ja nett, das freut mich. Ein treuer Fan. Ja. Und was geht's denn heute bei dir, Maria? Weswegen hast du angerufen? Ja, ich bin irgendwie frustriert. Ach, warum? Ja, nee, ich habe eine Familie mit zwei Kindern und eigentlich könnte es alles ganz schön sein, aber... Wie alt sind deine Kinder? 24 und 20. Und nur mit meinem Mann läuft es nicht so richtig. Und er macht mir immer wieder Sorgen und ich kümmere mich immer wieder um ihn. Aber im Endeffekt ist seine Arbeit für ihn das Wichtigste, was es einfach nur gibt. Was arbeitet er denn? Ja, er ist Ingenieur und arbeitet in einer Firma, die ja immer wieder auf der Kippe steht. Und ich mache das Ganze schon seit circa, ja gut, 20 Jahren mit. Ah ja. Ja, und vor vielen Jahren haben wir mein Haus gebaut, was er eigentlich auch nicht so wirklich wollte. Und dann stand es bei ihm beruflich nicht so ganz gut. Und das heißt, finanzielle Schwierigkeiten, Druck war da, finanzieller Druck? Druck war da, also finanziell nicht so unbedingt, aber Druck war da. Und ich habe dann gesagt, okay, ich hatte zwar dann schon einen Job und habe dann noch nebenbei einen Job angenommen. Und ich habe alles irgendwo immer alleine für mich gemacht und habe gesorgt und getan. Und so, und jetzt ist irgendwie so das Maß voll. Und du, da ist eine Frustration. Ja. Wie lange schon ungefähr? Ein Jahr? Ein halbes Jahr? Zwei Jahre?
Schon lange? Ach, so lange schon? Ja. So lange schon? Ja. Wie ist denn dann das Verhältnis, was ihr so miteinander habt? Ist das routiniert? Ist es herzlich noch? Oder ist es sehr distanziert eher? Ja, sagen wir mal so, es ist wie Bruder und Schwester. Also kein Sex mehr? Nee. Wie lange schon nicht mehr? Fast 11 Jahre. 11 Jahre, kein Sex mehr? Mhm. Oh, weia, das ist aber eine lange Zeit. Ja. Er ist auch in deinem Alter, auch so Anfang 50? Ja. Aber da hat man doch Bedürfnisse. Ja, er nicht, aber ich schon. Du schon? Ja. Und wie gehst du mit deinen Bedürfnissen um? Ich habe dann, als dann so 5 Jahre das dann schon so sich alles angeleiert hat, habe ich dann mal im Internet jemanden kennengelernt. War unheimlich toll, war klasse, war super, aber war jetzt nicht nur sexuell, sondern auch unheimlich gut verstanden. Mhm. Und aber er war jünger als ich, hatte auch noch kleine Kinder und dann irgendwo auseinandergegangen. Also du bist schon mal ausgeschert und bist fremdgegangen. Ja. Ja. Weiß denn dein Mann das? Das weiß er. Das weiß er. Und wie ist er damit umgegangen? Tja, hat er sich fast gedacht. Ach, das ist dem egal. Ja. Das heißt, im Prinzip hättest du einen Freibrief, du könntest machen, was du willst. Ja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Zärtlichkeiten dann auch keine mehr? Nein. In Arm nehmen, kuscheln, nein. Streicheln, gar nichts? Nein. Wir schlafen schon seit 6 Jahren getrennt. Ach, das auch? Mhm. Ja. Aber andererseits, er braucht mich. Warum? Weil ich seine einzige vertraute Person bin, wo er sich dranhängt. Und aussprechen kann? Ja. Mhm. Brauchst du ihn auch? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Das heißt, du könntest dir so ganz rein theoretisch auch ein Leben alleine vorstellen. Ja, mittlerweile, wo die Kinder groß sind, könnte ich mir das gut vorstellen. Denn wenn ich ihn verlasse, dann damit wird er nicht klarkommen. Er hat niemanden außer mir. Mhm. Ja, denn meine Frage war gerade sofort schon im Kopf formuliert, während du die letzten Sätze so gesprochen hast. Warum ist das dann immer noch eine Ehe? Warum könntet ihr euch nicht trennen? Ihr müsst euch ja nicht gänzlich verabschieden für immer. Ihr könntet ja in einem guten, bekanntschaftlich-freundschaftlichen Kontakt stehen, um ihm das Ganze auch abzumildern. Aber dann wären die Verhältnisse geklärt, du hättest deinen Frust nicht mehr und du könntest mit deinen Anfang 50 nochmal einen neuen Start anlegen. Ja, aber wenn man 27 Jahre zusammen ist. Ist das kein Grund, noch weiter 27 Jahre zusammen zu sein? Das allein nicht. Aber er braucht mich. Ja, das ist ja nett von dir, dass du das so sagst. Aber irgendwo muss die Selbstlosigkeit auch mal eine Grenze haben. Du sagst, du bist frustriert und dir geht es nicht gut. Und ich vermute mal, wenn man einmal so einen Gedanken im Kopf hat und das so beobachtet und sich auch so beobachtet, wird das Gefühl immer größer werden demnächst. Es kann natürlich sein, dass sich das sogar umschlägt in eine gewisse Aggression, dass du das Gefühl hast, der hindert mich daran, dass ich ein glücklicheres Leben führe. Wenn du sagst, er braucht mich, gut, ihr seid ja nicht zerstritten. Nein. So, das heißt ja wirklich, dass ihr könntet doch so eine Vereinbarung treffen, okay, pass auf, wir trennen uns, wir ziehen auch in eigene Wohnungen, aber wir sind gute Freunde, wir besuchen uns oft, wir telefonieren oft, sodass er durchaus dich immer noch als Ansprechpartner hat. Oh, das wird er nicht verkraften. Ja, aber das wird er denn müssen. Nee, das schafft er nicht. Ja, aber ist, weil er hat niemanden außer mir. Da muss er sich auf seinen Hintern setzen mit seinen Anfang 50 und sich vielleicht auch mal um Leute und Freunde bemühen. Kann er aber nicht. Dann ist er selbst schuld. Tja, das sagst du so. Das sage ich wirklich so. Weil, weißt du warum? Weil sonst unterhalten wir beide uns in 3-4 Jahren miteinander und du bist völlig frustriert und völlig neben der Kappe. Ja, ich habe schon mal vor 4 Jahren versucht, bei dir anzurufen. Ja. Aber dann vielleicht steigert sich dann dein Unwohlsein noch viel, viel, viel mehr und du gehst vor die Hunde. Das darf auch nicht passieren. Du kannst ja nicht aus lauter Rücksicht auf ihn, weil der Herr hat keine Freunde, der Herr kommt nicht alleine zurecht, der Herr macht dies und hier, kannst du dich doch nicht so zurücknehmen und ich vermute mal so, wie du das jetzt schilderst und mir das erzählst, hast du schon sehr viel immer wieder zurückgesteckt in deinem Leben. Immer wieder. So. Immer wieder. Und ich bin für jeden, wirklich auch nicht nur von meinem Mann, ich bin für jeden irgendwie immer die Anlaufstelle, wir laden erstmal unseren Ballast bei Maria ab. So, Maria. Ja. Und jetzt wäre vielleicht ein guter Zeitpunkt, im tollen Alter von 53 zu sagen, verdammt nochmal, jetzt bin ich mal dran. Und jetzt lebe ich mein Leben. Du musst ja nicht alle Leute wegstoßen, aber jetzt bist du erstmal im Fokus. Du stehst im Licht und nicht die anderen. Tja,
Wäre vielleicht nicht verkehrt, ne? Ja, wirklich, wirklich. Wie gesagt, du musst es ja nicht so brutal machen und du kannst ja weiter mit ihm in Kontakt sein. Aber dann muss er mal aufwachen. Offensichtlich hat er auch ein falsches Leben gelebt bisher. Wenn er nur mit seinem Beruf verheiratet ist und sich um keine Menschen kümmert, keine Freunde, gar nichts alleine auf die Reihe kriegt, hat der Knabe einen dicken Fehler gemacht in seinem Leben. Ja, aber er kann nicht anders. Dann wird er es lernen müssen. Das kann er nicht. Ach, Maria. Maria, stell dir doch mal bitte vor, wir wollen es bei Gott und wirklich nicht hoffen. Dir würde etwas passieren. Ich bin da ganz alleine da. Ja, du müsstest das auch können. Tja. So. Und dir ist aber, du bist aber gesund und fidel und wunderbar da. Das heißt, in einer abgefederten Form wird er dann diesen harten Weg gehen müssen. Du bist ja noch da, du hilfst ihm, aber du bist nicht mehr so da wie bisher. Denk an dich. Es ist dein Leben. Tja, na Hase, du sprichst ein wahres Wort. Bitte? Da sprichst du ein wahres Wort. Ja, und du wirst auch nicht jünger. Nee. Nee. So, und alle Zeit, die vergangen ist, die ist weg. Die ist futsch. Die kriegst du nie wieder. Willst du irgendwann mit 65 oder 70 da sitzen und denken, mein Gott, was für eine vertane Zeit. Hätte ich mal damals noch was gemacht. Jetzt ist es zu spät vielleicht. Ja, aber mit 53 ist das Leben doch sowieso fast vorbei. Ach, Quatsch. Na doch. Ach, 53. Ist doch toll. Du hast Erfahrung, du bist stolze Mutter von zwei erwachsenen Kindern. Tolle Kinder. So, siehst du, da hast du doch was vorzuweisen. So, auf diesem Erfahrungsgrundlage kannst du doch nochmal neu ins Leben reingehen. Wie viele Leute machen das, Mensch? So, darfst du es nicht sehen, das ist schon halb vorbei. Ja klar, es ist schon viel vorbei, aber egal, es liegt doch noch viel vor dir, hoffen wir. Hm? Ja. So, mein Wort in Gottes Ohr, ne? Ja. Danke. Liebe Maria, alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Ja, wünsche ich dir auch. Alles Liebe. Bis dann. Toi, toi, toi. Tschüss. Unsere Themen nächste Woche, ihr Lieben, die heißen, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt unser Thema, das ist mir peinlich. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt das Thema, ich soll schuld sein. Wenn ihr euch schon anmelden möchtet für das eine oder andere Thema, dann könnt ihr das machen. Immer rund um die Uhr mailen domian@wdr.de ein paar Sätze zu eurem Thema, zum Inhalt eures Themas und nicht vergessen, eure Telefonnummer reinzuschreiben. Heute wie immer freitags eine freie und offene Sendung und ich bin verbunden mit Spike. Ja. 33. Hm? Wer heißt denn Spike? Wie kommt das, dass du Spike heißt? Ja, na, klingt ein bisschen blöd, ist auch ein bisschen peinlich. ist das ein englischer Name oder? Nee. Eigentlich ist es ja nun diese Comicfigur. Ich wollte gerade sagen, es klingt so nach Comic. Ja, ich bin, werde auch von Fachkreisen auch Comic genannt. Also. den Namen Spike. Heißt du wirklich so? Nein. Na, ach so, ich dachte, deine Mama hätte dich irgendwann mal Spike. Ich habe so einen altdeutschen Namen, so. Sag nichts gegen altdeutsche Namen, die klingen gut. Ich habe da ein bisschen was gegen, aber. Nee, Spike habe ich deswegen den Namen. Ich habe mal so einen blöden Hund, der hat mich gebissen, ich habe zurückgebissen, ich habe das Ohr abgebissen. Du hast mit dem Hund das Ohr abgebissen? Ja. Was war denn das für ein Hund? Er ist allbekannt im Dorf gewesen, dass er Kinder anknurrt, bla bla bla. Ich habe früher Zeitungen ausgetragen und ein Wort das andere, Jukuhu, Hund kam, Hund biss mich ins Bein und ich habe nicht Besseres gewusst, dieses Ohr abzubeißen und dieser Hund hieß Spike und in diesem Ohr. Und daher habe ich diesen Namen, den Spitznamen Spike, weil ich das Ohr abgebissen habe. Und da liegt der Hund jaulend weg. Ja. Hast du das Ohr wirklich ganz abgebissen von dem Hund? Ganz ab. Das ist ja, wie alt warst du denn da? Da war ich 18. 18? Ja. Das hat der Hund auch nie vergessen. Hä? Das hat der Hund auch nie vergessen. Nee, wenn der Hund mich in diesen Ort sieht, haut er ab. Nee, mag er mich nie. Ich weiß auch nicht warum. Also, ich habe nur so abgebissen. Nee, egal. Soweit die Vorgeschichte. Die wahrscheinlich gar nicht zu deinem Thema gehört, oder? Nee, eigentlich nicht. Weswegen hast du angerufen, Spike? Ich habe Bilder im Kopf. Bin kurz davor durchzudrehen. Ich habe vor einigen Jahren mal oder in meiner Rang- und Drangzeit jemanden ganz böse aufs Gesicht getreten, geboxt, juhu, bin ich auch gar nicht drauf stolz, aber zumindest war es so.
Also bist du ja gewalttätig einem Menschen gegenüber geworden. Mhm. War der Mensch verletzt, schwer verletzt? Nee, selbst der Verletzungen erlegen. Bitte? Er ist tödlich an diesen Verletzungen nach 4 Tagen verstorben oder 3 Tagen war es, glaube ich. Achso, du bist verantwortlich für den Tod dieses Menschen. Mhm. Wie lange liegt das zurück? Das ist einige Jahre und ich bin jetzt erst draußen. Ich habe 2 Jahre, 9 Monate für gekriegt. Ja. Nur 2 Jahre? 2 Jahre, 9 Monate. Naja, gut. Mhm. Ja, gut. Das hat mich dann auch irgendwie gewundert und ich weiß nicht warum, wieso. Die andere. Die also, du findest selbst, dass das Urteil milde war? Ja. Ich habe jemanden das Leben genommen. Du hast jemanden das Leben genommen. Das ist kein Mensch, kein. Niemand für. Jemand, der sagt, ich nehme jetzt irgendjemand das Leben und. Mhm. Das war auch gar nicht so gewollt. Also ich habe. War das eine Auseinander? Hattet ihr Streit miteinander oder wie war das? Nee, das war so. Ich habe größere Motorradclubs auch zu tun. Mhm. Also auch die oberste Liga zu tun haben. Und ich habe 4 Präsis, also den Präsi-Stellvertretner und 2 Hängers. Also Präsidenten des Clubs oder was heißt Präsi? Ja, also Präsi ist der sagt, pass auf, du machst das, wenn ich sage, wie hoch, dann hast du zu springen. Ja. Den Stellvertretner, das ist dann, wenn der Präsi mal krank sein sollte, was er... Keine lange Erklärung. Hattet ihr Streit miteinander, der Verstorbene und du? Nee, also ich habe die Präsis also von dem Club weggefahren und habe mich auf der Haube vom Diplomat-Admiral Leichenwagen gelegt. So, und dann gucke ich zur Seite und dann pinkelt mir jemand in die Hutze, weil es ein getuntes Fahrzeug war, also offene Hutze. Und in meiner Hasskappe aufgestanden von der Haube, in die Fresse getreten, Granitkopf, bup, Schädel, gegenballert, Jukuhu, fand ich gar nicht witzig. Okay. Das heißt also wegen einer absolut dusseligen Lappalie. Ja, wegen nichts, Kinderkacke. Wegen gar nichts, ist dieser Mensch gestorben. Mhm. Das ist eigentlich nicht so das Problem, dass ich... Jetzt hast du gerade gesagt, du hast Bilder im Kopf. Ich habe Bilder im Kopf, ich komme damit nicht klar. Mhm. Das, was der Vater gesagt hat oder was die Eltern gesagt haben. Was haben die gesagt? So, ich bin jetzt rausgekommen vor kurzem und ich mich mit den Eltern in Kontakt gesetzt. Hast du? Weil das ein Anliegen war? Es brennt mir böse auf der Seele. Mhm. Hattest du die Verwandtschaft oder die Eltern bei dem Gerichtsprozess gesehen? Nee. Wie alt war der Mensch, der gestorben ist? Er war 25 oder 26. Den du getötet hast, so muss man es ausdrücken. Nicht ja. Der, ja. Mhm. Und naja gut, also ich da geklingelt und und eins, was vom Vater kam, war, was willst du trinken? Bier, Whisky, Weinbrand? Ach, die haben dich sogar in die Wohnung reingelassen? Ja. Ohne, dass du vorher angemeldet warst? Obwohl ich angemeldet war. Mit der Mutter habe ich mich unterhalten, das war richtig cool. Also das war, die hat gesagt, ich habe eigentlich mit gerechnet, dass ich welche in der Fresse kriege vom Vater oder weiß ich nicht, vom großen Bruder oder kleinen Bruder, ist mir eigentlich scheißegal, aber ich habe eigentlich mit gerechnet, dass ich einen Arsch voll kriege. Berechtigt. Also sie haben dich erstmal reingelassen und haben dich bewirtet, was ja schon sehr ungewöhnlich ist. Jetzt habe ich gerade nicht richtig verstanden. Ich hatte nicht richtig verstanden. Hast du dich angemeldet oder warst du unangemeldet? Ich habe im Knast hatte ich einen Pfarrer gehabt und ich habe gesagt, ich möchte gerne die Adresse von den Eltern haben. Mhm. Weil ich wollte nicht irgendwie, dass sie sagen, ja, das war ein böser Rocker. Ich verstehe, hast du dann vorher geschrieben also und deinen Besuch angekündigt? Ich habe meinen Besuch angekündigt, ich habe bei den Eltern angerufen und da war ich schon mal das erste Mal, wo ich ein bisschen erstaunt war, ja, nee, ist kein Problem. Okay, verstehe. Jetzt hast du gerade gesagt, die haben irgendetwas gesagt, mit dem du nicht zurechtkommst. Ja. Was haben die gesagt? Wir haben damit schon eher gerechnet, dass unser Sohn... sowas passiert. Und ich habe da gesessen, auf dem Stuhl, also eher auf so typischen 70er-Jahre-Sessel und ich habe da gesessen. Die haben gesagt, dass sie damit gerechnet haben, dass ihrem Sohn so etwas passiert. Das heißt, die haben dir gar keinen Vorwurf gemacht? Nee, die haben eigentlich da schon viel früher mit gerechnet. Dann hat mir die Mutter erzählt, dass der Sohn schon öfters mal von irgendwelchen Edellimousinen Türen eingetreten hat, Mercedes-Sternen abgebrochen. Wieso kannst du mit dieser Aussage, eigentlich ist spontan, würde ich jetzt sagen, da könntest du doch eigentlich ganz gut mit leben, mit der Aussage. Kann ich eben nicht. Warum nicht?
Ich habe jemanden das Leben genommen, was ich nie wollte. Ich habe früher auch überhaupt, man haut sich nicht aufs Maul, man geht in die Kneipe, man trinkt ein. Was ist so schlimm für dich an diesem Ausspruch? Wir haben schon viel früher mitgerechnet. Das ist schon klar, aber was ist so schlimm für dich an diesem Ausspruch? Dass das für die Menschen, denen ich irgendwie jemanden das Leben genommen habe, also sprich, also wenn jemand mein Sohn das Leben nimmt, haut mich aufs Maul, bringt ihn um, den Typen, den will ich ausweiten. Öffentlich auf dem Marktplatz, das wäre mir egal. Also, weil mein Sohn bringt niemanden um. Ist schon klar. Dieses Scheißegal. Ja, hat er mal einen Gegner gefunden. Ich verstehe es nicht. Also das heißt, dass die so schrecklich locker damit umgehen, ja, das verstärkt deine Schuld noch? Ja, also ich bin auf die Sache, das, was ich gemacht habe, bin ich überhaupt nicht stolz drauf. Also überhaupt nicht. Also warum wolltest du, ja, das ist ja nur klar, dass du da nicht stolz drauf bist. Warum wolltest du überhaupt zu den Eltern? Ich wollte, dass einfach nur irgendwie, ich war's. Dass ich nicht irgendwie jetzt irgendeine Tyranne da bin, weil es wurde da auf dem Gerichtstermin, juhu, mich haben sie mit Fußfesseln, Handfesseln, alles blablabla aus dem Gerichtssaal rausgeräumt. Wenn die Eltern dir jetzt einen ganz schweren Vorwurf gesagt hätten, wie wäre das denn für dich gewesen? Dann hätte ich es vielleicht verstanden. Aber irgendwie, ich verstehe es nicht, dass die dass jemand, ich weiß nicht, ob du Kinder hast oder was nicht, also wenn jemand dein Kind mehr oder weniger umbringt, ich würde ausrasten, ich würde ausflippen. Und die gehen so, juhu, hier komm, hier hast du eine Freikarte für Disneyland, komm, geh hin, mach, hast du toll gemacht, schön. Also du bist auch empört darüber. Ich bin nicht nur empört, ich bin entsetzt, weiß ich nicht, dass jemand über sein eigenes Fleisch und mehr oder weniger sagt so, ist ein Stück Fleisch, packst du den anderen. Nee, so. Nein. Es bleibt natürlich, abgesehen jetzt mal von dieser schrecklichen Reaktion der Eltern, bleibt deine Gewissensbelastung, dass du den Tod eines Menschen zu verantworten hast. Das habe ich. Und das ist natürlich eine schwere Bürde, die man zu tragen hat. Wie gehst du denn damit um? Viel mit Arbeit. Also viel mit Arbeit. Ich versuche, so blöd wie es eigentlich für meine Welt eigentlich klingt, mich mit anderen Leuten auseinanderzusetzen. Die Probleme haben mit, genauso wie ich auch, mit Drogen und allen Scheiß, mit der rechten Szene und versuche mich irgendwie andersweitig für minder Schwächere einzusetzen, also sprich für Behinderte. Also du versuchst was Ordentliches zu machen. Also ich versuche aus meinem verkorksten Leben was Vernünftiges zu machen, ja. Das ist wahrscheinlich auch die einzige Chance, die du hast, denn die Schuld, die bleibt, die hast du und damit, die wird dir niemand nehmen können. Nö. Aber wenn du ein einigermaßen jetzt ordentliches Leben führst und das durchziehst, dann kannst du dem zumindest etwas entgegensetzen. Also ich habe mich von vielen Leuten ich habe einfach gesagt, pass auf, haut ab. Ja, du wirst radikal dein Leben verändern müssen, weil du... Das habe ich. Viele haben immer gesagt, ja, was ist los mit dir? Bei dir konnte man Party machen. Ich so, ja, nee, bei mir ist nicht mehr Party machen. Wie lebst du denn jetzt? Lebst du allein? Hast du eine Frau, eine Freundin? Also ich habe geheiratet. Du hast geheiratet. Wie geht deine... Wann hast du deine Partnerin kennengelernt noch? Also wir kannten uns schon vorher und sie wusste auch ganz genau, wann ich rauskam und ich drin gesessen habe. Also von daher. Wie ist denn die mit dieser schweren Tat umgegangen? So wie sie es mir gesagt hat, hey komm, das wäre jeden, glaube ich, so gegangen. Also wenn jemand mir gegen mein Auto pissen würde, den würde ich auch in die Fresse treten, sagt sie. Also das ist... Hat sie auch gerade keinen... Ja, nee, tickt sie auch gerade nicht sehr, sehr ordentlich, ne? Klar. Ja gut, das habe ich ihr auch gesagt. So, ja, toll, damit ist mir richtig groß, sagt sie. Aber nee, also es ist einfach nur...
habe ein Faible für alte Autos. Mhm. Oder sprich so Diplomat, Admiral, Commodore und sowas. Ja, okay, das erklärt ja überhaupt gar nichts. Also nee, das müssen wir gar nicht weiter ausführen. Das hat damit nichts zu tun, aber... Habt ihr Kinder? Ich habe einen kleinen Sohn. Wie alt ist der Sohn? Der wird jetzt 4. Irgendwann wirst du mit dem Sohn über dein Leben sprechen müssen, wenn er älter ist. Das weiß ich. Du wirst das ja jetzt... Das ist das, was mir am meisten wehtut, dass mein kleiner Sohn Kilian mit erfahren muss, dass sein Vater irgendjemanden das Leben genommen hat. Und ich und da sind wir wieder, wo wir gerade waren. Ja, das, nein, lass mich das noch sagen. Dein kleiner Sohn wird irgendwann dein großer Sohn sein und bis dahin vergehen viele Jahre. Dann musst du unter Beweis stellen, dass du in diesen vielen Jahren, bis du dieses Gespräch mit ihm führst, ein richtig ordentliches, gutes Leben geführt hast. Gut im Sinne von, dass du dich für andere Leute einsetzt und dass du versuchst, ja, für irgendwie etwas gut zu machen, was im Rahmen möglich ist. Nur so kannst du leben. Und das mache ich im Moment gerade sehr viel. Also sehr viel, dass ich mich nicht mit viel mit Behinderten, weil mein Neffe ist, glaube ich, 60% schwerstbehindert. Und der hat natürlich Leute, die sitzen, wie andere immer so schön sagen, wie eine vertrocknete Kartoffel da in Rollstuhl. Ist so, ist ein Menschen. Ich meine, der kriegt genau das mit. Der kann nicht sagen, hallo, also. Ich bin jetzt Carsten. Aber ich so, alles klar, ist so gut, das ist Carsten, ist so, Carsten, alles klar. Und man merkt irgendwie... Okay, Spike. Also, ich glaube, wir beiden sind uns einig, ne, wo es angehen muss. Und das musst du machen. Das musst du richtig durchziehen, mit aller Disziplin. Damit du zumindest das deinem Sohn irgendwann erzählen kannst. Ich habe zwar das Schlimme getan, aber ich habe auch das dann versucht zu tun. Davor habe ich richtig vor große Angst. So, dann streng dich an und geh die Jahre, die vor dir liegen, wirklich mit eiserner Disziplin an. Ich wünsche dir viel Kraft und alles Gute dafür. Und verabschiede mich jetzt von dir. Alles klar. Alles Gute. Jo. Auf Wiederhören, Spike. Jo. Tschüss. Okay. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute und für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sind nächste Woche wieder da, in der Nacht von Montag auf Dienstag, wieder mit einer freien Themenrunde. Nochmal unsere Themen dann in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema. Das ist mir peinlich. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, ich soll schuld sein. Jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Soll schön werden, tolles Wetter. Also ein angenehmes Wochenende. Und hoffe, dass wir uns dann wieder sehen und wieder hören in der Nacht von Montag auf Dienstag. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.